Dieser junge Hengst wird einmal Millionen wert sein. Ein 3-jähriger Oldenburger. Dass dieses Pferd unglaubliche Bewegungsmechanik hat und abfußen kann, ein Gleichgewicht hat, das ist, glaube ich, jedem Laien schon ersichtlich. Rund 300 Pferde leben auf dem Gestüt. Aber Ulrich Kasselmann züchtet nur Pferde, deren Eltern und Vorfahren Turniere gewonnen haben. Manche von ihnen sind sogar bei den Olympischen Spielen dabei. Ich bin der festen Meinung, wir sehen es ja gerade auch in den Ergebnissen momentan, dass wir in Deutschland wieder nach vorne kommen und die Olympiade voll im Blick haben und auch die Goldmedaille voll im Blick haben. Sind denn die Olympiade in London im Blick? Sind da Pferde von Ihnen? Es sind Pferde von mir da, ja, aber für andere Länder. Dressurplatz ist wichtig. Der Hof Kasselmann ist eines der größten Gestüte in Deutschland. Und mittendrin, in einem alten Niedersachsenhaus, wohnt die Familie. Am zweiten Frühstück kommen sie zusammen, um sich auf dem Laufenden zu halten. Mit dabei sein Sohn François. Prost, Emma. Die Schwiegertochter mit Enkelin und die Ehefrau. 1000 Jahre lebte die Familie als Bauern. Aber erst Ulrich Kasselmann machte sie zu Pferdezüchtern. Und er ist froh, dass es mit seinem Sohn weitergeht. Jeder hat hier seine Aufgabe. Der Sohn verkauft die Pferde, seine Mutter trainiert sie, bis sie verkaufsfähig sind. Die Familie beschäftigt 45 Angestellte auf dem Hof. Sie erwirtschaften jedes Jahr einen 2-stelligen Millionenumsatz. Gut, Eva. Ihr tägliches Training steigert den Verkaufswert der Pferde. Und die sind international gefragt. Ein Pferd muss immer gymnastiziert werden und geschmeidig bleiben und wie ein Top-Leistungssportler. Gut drauf sein und man muss auch eben fühlen, wann ist ein Pferd mal nicht gut drauf, hat er irgendwo ein kleines Problem, klemmt irgendwo was, tut ihm was weh. Das muss man als Reiter oder Ausbilder fühlen und sehen. Die chinesische Reiterin Lina Liu wird von ihr gerade für die National Games in China trainiert. Auch ihr Pferd kommt von den Kasselmanns. Gut. Bit rounder in the neck, bit more active behind. Bit rounder in the neck. Sohn François hat diesen Wallach an seinen Kunden verkauft. Ein wohlhabender kolumbianischer Rechtsanwalt. Der hat für diesen Dressurwallach 200.000 Euro bezahlt. Ich lebe in Südamerika und komme alle 2 bis 3 Monate hierher. Das Pferd wird hier täglich sehr gut trainiert. Sobald es fertig ist, kommt es nach Südamerika. Nicht alle Pferde sind so teuer. Um eine möglichst breite Käuferschicht anzusprechen, gibt es hier auf dem Hof Turniere, die François Kasselmann organisiert. Gerade läuft hier das größte Jugendturnier der Welt. Um so ein Event zu organisieren, ist sicherlich auch ein Aspekt, dass man hier auch eine geballte Kaufkraft hat und dort Kontakte knüpfen kann. Am Ende des Tages gibt es Sieger und Tränen. In den kommenden Tagen sind bei den Olympischen Spielen in London auch einige Pferde aus dem südlichen Niedersachsen am Start.